Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier zu Hogwarts. Wir befinden uns hier im Dorf Hogsmeade und wollen jetzt mit Poppy sprechen. Das geht um dieses Ei. Mit ihr hatten wir ja schon einige Drachenerlebnisse gehabt. Und heute wollen wir mal gucken, was es mit diesem Ei auf sich hat und ob wir das hier zurückbringen können oder ich weiß nicht, was ihr damit vorhat. Schauen wir mal nach. Hui. Okay, müssen wir warten, bis sie kommt. Sie ist sonst verlässlicher. So. Man sieht es Weihnachten fast, ne? Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Du hast Neuigkeiten über den Drachen? Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Los geht's. Bin mal gespannt. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt ziemlich klar. Ist das sicher? Och, machen wir einfach mal. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Finden wir das gut. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Auf jeden Fall. Okay. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn Alles du klar. es bist. Oh. Das hört sich schon mal nach dem Drachen an. Über uns. Oh. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Okay. Komm, wir sammeln noch hier Sachen ein. Wenn wir schon mal hier sind. Klack, klack. Klack, klack. Alles mitnehmen. Vorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Das kann ich mir vorstellen. Ich dachte, man könnte jetzt hier rein, aber kann man gar nicht. Was machen? Rebellion. Nee. Überall mehr Truhen rumstehen. Wenigstens auch. Scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Na, zumindest auch bis wir getan Kampf. Haben, wozu wir hier sind. Okay, warte. Bombarda! Die Wölfe nerven. Die machen wir gleich weg. Rebellion. Das ist ein richtiges Lager hier von den Kobolden, wollte ich doch sagen. Bombarda! Ja. Mal einsammeln den Kram. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns im Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen auf den Kampfring machen, aber die wahren Galeone findet man in Akromantolas. Die würden nicht glauben, wie viel wir Violette und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, was Borneo nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Na, das ist ja super. Oh, hier ist nichts mehr. Rebellion. Da geht's aber mal lang. Oh, da können wir irgendwas zusammenbauen wieder. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Halt! Aus der Entfernung. Repar! Fantastisch.
Los geht's. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Ich hoffe nicht so gut. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Aha. Das sind ja tolle Aussichten. Geht so. Naja. Hoffen wir, dass der Drache uns nicht frisst. Wäre fatal. Vorsichtig. Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ich weiß es nicht. Rebellion. Und bist du begeistert, dass er mit dem Eiern kommt? Willkommen. Psst, was war das? Oh oh. Na, kennt sie uns noch? Okay, an den Drachen vorbei zum Nest. Aber können wir Zauber gegen sie machen, trotzdem? Beispiel. Ich kann gar keinen Zauber machen, okay. Ich gehe gleich zur Mauer, aber... Rennt gleich los, warte mal. Lass ihn einmal schießen. Los. Dadurch die Öffnung. Okay, das kriegen wir hin. Wollen wir mal schießen. Oh, die rennt aber raus. Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Okay, okay. So. Wir müssen nur das Nest erreichen. Ja, das ist witzig. Kein herzlicher Empfang. Ach, hat was von einem Kaminfeuer. Wo ist sie denn jetzt? Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Nein! Oh. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Na ja. Ja, ich muss gucken, wo ich mich da drüben mit meinem Marker noch verstecken. Warte mal, renne ich gleich hin. Genial! Naja, genial und genial, ne? Ich weiß doch. Das Nest. Wir sind fast da. Wo? Oh, wie sieht es denn? Hier? Hier nicht. Wir sind fast da. Bist du dumm? Warum sind alle Brücken zerstört? Repar. Das weiß ich auch nicht. Wo ist es schon? Wenn
Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich auf den Aufhebens hier weg. Oh. Oh oh. Na, sucht sich wahrscheinlich ein neues Nest. Gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Na, wieso? Wie konnte ich so blind sein? Was denn jetzt? Können wir hier reden jetzt noch? Nee, können wir nicht. Schade, ich dachte, sie hätte vielleicht irgendwie eine Idee. Anscheinend nicht. Okay. Dann lass mal unsere Talente verteilen. Nee, da war irgendwas anderes. Irgendwas Cooles hatte ich doch gesehen noch. Nee. Was hatte ich denn da gesehen? Das war's nicht. Was war denn das nochmal? Ein Treffer gegen einen Gegner, okay. Nicht mehr. Doch, hier im Schleichen wollte ich was machen, warte mal. Genau, ich kann schleichen, während ich. Finde ich ganz gut. So. Hier brauchen wir doch nicht. Dann lass mal gucken. Welche Quest wir als nächstes machen. Und zwar nehmen wir uns dann diesmal erpresserische Absichten vor. Da, die ist auch in Hogsmeade, deswegen ist es nicht so weit weg. Machen wir direkt. Da. Oh, ist da hinten, okay. Dann müssen wir uns irgendwann nochmal darum kümmern, dass wir die Demi-Guys alle finden.
auch schon wichtig. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Warum steht sie? Gut. Die Nacht bricht ein. Nee, bist du bereit, Harlow zu erledigen? Klar. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Ja. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Auf jeden Fall. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Sie? Bis gut. Du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Alle hier im Dorf, ne? Ist ja nicht so weit weg. So, und wer ist erstmal? Boah. Erstmal dem hier hinten sprechen. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Hallöchen. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Aha, haben wir schon den ersten. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Genau, bin ich noch mal den da hinten. Geht das durch? Doch. Ich hab mich gewundert. Macht der andere, klaut er was an der Scheibe? Dann will er reingucken, okay. Also. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rabe, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte.
Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Wir arbeiten ganz schön viel mit der Polizei zusammen, ne? Wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine große gemessene Bedenkzeit gewährt. Wir wissen, dass Sie Ihr Gatte zuerst begrüßen würde, wenn Sie den Wert deiner Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Super. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Oh, was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Okay. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Schade, dass wir es nicht länger machen können. Natty ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das wäre ärgerlich. Was hat es mit den ganzen Katzen auf sich? Ich weiß es immer noch nicht. Hinges von Woodcourt. Hallo. So, da ist der Eberkopf. Natty muss hier irgendwo sein. Hier, mal rein. Wir dürfen hier überall durchgehen, sagt er, denkt er sich. Das ist Zauberstab. Nattys Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Meine Fußspuren.
kann auch wieder durch den Eberkopf gelaufen. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Hier durch hier. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Aha. Ich muss sie schnell finden. Unten im Versteck. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Akio! Eine Geheimtür. Aha. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Mal kurz. Wenn wir hier sind, beklauen wir sie auch. Wir können auch laufen jetzt, ne? Ich muss nebenbei. Ich sollte unentdeckt bleiben. Die sind wohl hinter mir her wieder mal. Danke genug, allein hierher zu kommen. Halt einfach Ausschau. Nein. Der Nebel war etwas hinter. Das stimmt. Aber Revelio. Da sind einige hier. Darauf können wir stolz sein. Und wir die erledigen können. Nach hinten längs schleichen, gut, gut. Ja, hurra, meine Jungs, gute Zeit bei den Rockwoods. Hey, Iron Beam, gibt es nichts zu stehlen. Jetzt noch einer. Sie macht nur Ärger. Wurde Zeit, dass wir es einsperren. Ich hab genug von Fellcraft. Noch einer? Nee. Eine Truhe noch. Wieder ein nicht identifiziert. Oh, hier. Gwendolyn Zhu. Oh, die sieht ein bisschen stärker aus. Müssen wir schon aufpassen. Haltet Ausschau nach ihrem Freund, wenn er dumm genug ist, hierher zu kommen. Ich hoffe nicht. Also ich bin schon dumm, aber ich hoffe, dass du mich nicht entdeckst. Ich habe schon unverzeihliche Flüche eingesetzt. Zum Glück bitte ich auch nicht um Verzeihung. Geht's hoch, okay. Ist hier oben irgendwas? Ich hab noch so eine Angst mit deinen Augen gesehen. Man könnte meinen, der Arme ist es ein mutiger. Mein lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde. Ach, das ist der Brief von Rosie, okay. Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Gedichtband haben wir noch nicht gefunden, ne? Lag das hier irgendwo vielleicht? Revelio! Hier nicht, aber da hinten vielleicht nochmal, da kann man ja auch noch hoch, ne? Da steht ja die Gwendolyn Zhu. Aber hier geht's nicht weiter für mich. Doch ein, zwei erledigen kann, bevor ich entdeckt werde? Das wäre schon nicht schlecht. Ah, guck
guck mal. Was ist das denn? Kannst du aufmachen? Bis ich in Rente gehe, habe ich einen Frieden. Bombarda! Protego! Ich kenne deine Art. Ihr seid schwach. Kurzio! Repentus! Ich gucke zu, wie das aufsteht. Was hast du getan? So, warte mal, wir machen statt das machen wir mal hier den Imperio auch nochmal hier rauf. Oh, der war nicht schlecht. Oh nein. Ich hab mich mal erwischt. Ich bin so gut durchgeschlichen, ne? Ich hoffe, ich kann einfach nochmal. Muss ich jetzt nochmal alles sammeln? Das wäre ätzend. Will ich gar nicht mehr alles sammeln. Oh. Shitte. Okay. Müssen wir nochmal machen. Das ist ärgerlich. Vorbeigekommen sein. Aber dann machen wir mal kurz hier den Fluch darauf. Ich muss sie schnell finden. Revelio. Ich sollte unentdeckt bleiben. Ja, machen wir auch. Gucken, ob wir das Gedichtband noch finden. Das können wir auch nochmal suchen. Aber so doof, dass der uns entdeckt hat, der eine Affe da. Das wird nicht klappen. Das Mädchen als Köder benutzen? Niemand wird kommen. Bring das einfach um. Na, nur jemand von Hogwarts wäre arrogant genug, allein hierher zu kommen. Oi, oi. Ist dein Herrn von niemands befallen? Nach unserem kleinen Besuch kommt Lore Hogwarts. Revelio. Suche jetzt das Gedichtband nochmal. Ich hoffe, ich muss es nie wiedersehen. Wo geht er hin? Ich hoffe nur, Rookwood weiß, was er tut. Schnell hier reingehen. Mist, ey. Die Menschen in Upper Hogsmeade zittern, wenn sie mich sehen. Und das aus gutem Grund. Hat keiner mitbekommen? Ich glaube nicht. Ich werde Rockwoods alle. Revelio! Haltet Ausschau nach ihrem Freund.
wenn er dumm genug ist, hierher zu kommen. Ich scheine sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Warum ist die Truhe? Die wird es wahrscheinlich sein. Die liegen direkt über mir. Aber kann ich wahrscheinlich erst am Ende holen. Unglaublich, dass wir mit Kobolden zusammenarbeiten. Revelio. Ich könnte es gar nicht erwarten, aus so, warte mal. Hier oben war das andere, das eine Ding drin, ne? Ich lasse mal raus. Der Liebesbrief. Rosies Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Es wird Zeit, dass Rookwood Ranrock das Ruder aus der Hand reißt. Die Frage, ob noch ein paar ausschalten kann. Oder auf der Hut. Die Truhe da hinten zum Beispiel, das ist auch eine wichtige Truhe, glaube ich. Da oben. Da kann ich ja schlecht hingehen. Entweder machen wir Direktattacke. Aber was ich vorher mache, bevor wir Direktattacke machen, gehe ich hier rein und speichere direkt hier. Kann man das? Müssen wir nicht alles normal machen? Wenn es nicht klappen sollte, laden wir einfach nochmal den Punktestand nach. Ha, Rookwood belohnt uns für unsere Treue. Keine. Beteiligung Totalus. Hat anscheinend keiner entdeckt. Komisch. Revelio. 1, 2, 3, 4. Andere Schulen unterrichten? Ich will nicht mit Kobolden arbeiten, nie und nimmer. Rookwood ist irre. Ist er fern? Uns keiner entdeckt, anscheinend. Brüderlich teilen, das sage ich immer beim Plündern. Okay, lass uns einmal gucken, ob wir die anderen Sachen finden können jetzt hier. Revelio. Das Gedichteband und so. Das Buch mit Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Siehst du? Er wird sich sicher darüber freuen. Müssen wir noch die Tante finden. Ach so, da sind noch welche. Okay, warte. Verschwinden wir mal kurz. Müssen wir trotzdem irgendwie ausschalten jetzt. Bist du etwas?
Ist da nicht noch einer irgendwo? Wer hier drin? Oh, der Große. Warte mal kurz. Rebellion. Alles mit dem hier, ne? Künftig von mir versteckt, Expulso! Protego! Sturmfeuer! Okay. Bombarda! Expulso! Ich stehe zu Kruzio! Kruzio! Bombarda! Glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Warum nicht? Ich bin halt stark, oder? Du hast uns gefunden. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Sprich mit Mr. Ray. Ich dachte, es wäre ein Demigeist, aber ist gar nicht. Okay, wir holen aber erstmal. Oder erst mit ihnen reden. Mr. Ray. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Na gut. Ihre Freundin Natti konnte mein Stab nicht beschwören. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Und wo drin könnte der sein? Da. Alohomora. Ach, komm schon da. Der Zauberstab von Mr. Rape kann nicht weit sein, wenn er ihn spürt. Mr. Rapes Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Na los, befreundet die. Sie müssen vorsichtiger sein. Dieser Zauber kann großen Schaden anrichten. Habe ich oft erlebt. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ich hab die doch alle umgebracht. Rebellion. Die tauchen alle wieder auf hier. Hier muss hier hinten oder noch? Warte mal kurz. Accio. Vingardium Leviosa. Komm mit. Das wäre ja nur Abkürzung nur gewesen. Und gar nicht irgendwas Neues. Naja. Ah, hier sind so auf jeden Fall. Wieder nicht identifizierten Gegenstand gefunden. Okay, das war's dann auch. Okay, wieder zurück. Aber immerhin, ein paar Gegenstände haben wir gefunden. Das ist schon nicht schlecht, oder? Ich find's ganz cool. Die können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. So. Huch. Ist da hinten hoch. Da geht's raus, anscheinend.
Ach ja. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Das wäre ein Highlight, wenn das jetzt klappen würde. Na, siehste. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was Sie beide anbelangt, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ja, Officer. Haben Sie genug Beweise, um etwas gegen Harlow und Rookwoods Bande zu unternehmen? Nun, der Anfang wäre gemacht. Wir werden sehen. Aber das liegt jetzt in meiner Hand. Ja. Natsai, die da nicht mit drin steckt nachher. Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Okay. Gut. Das soll es gewesen sein für heute. Coole Quest. Beim nächsten Mal machen wir mit der Hauptquest weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.